Heyo, es geht weiter mit Let's Play Daos Schloss, auch genannt Tales of Phantasia. Beim letzten Mal haben wir einen krassen Spiegel gefunden und können jetzt hoffentlich krasse Sachen mit den anderen krassen Spiegeln machen. Aha! Der Handspiegel leuchtet. Aus dem Spiegel treten Gegner. Das ist natürlich nicht so toll. Es ist wieder dieser Fürst. Fürst zusammen mit Kampf. Okay, wie beim letzten Mal. Wir haben es schon ohne Klav geschafft. Dann werden wir es mit Klav erst recht schaffen, oder? Erstmal Indignation raushauen, um die Kampfkämpfer zu erledigen. Okay, und danach auf den anderen Typen. Am besten auch mit Indignation. Oder mit Feuer? Oder mit Ray? Ach, Indignation. Indignation verbraucht halt, ich glaube, 30 TP. Und ich glaube, Ray nur 20. Wie viel Schaden hat Ray dann gemacht? Oh, weniger. Okay, wie viel Schaden macht das Feuerding? Firestorm, so ein bisschen was und dann nochmal 1400, okay, und Cyclone. Ifrit, wie viel Schaden macht Cyclone? Zeig mir deinen Cyclone Arch. Und? Ja. Aber das waren auch gute 1000, okay. Dann kommen wir auch mit Cyclone durch irgendwie. Cyclone! Ja, jawohl, okay, schon erledigt. Der ist gar nicht so schlimm, wie er aussieht. Der tut nur so stark. Yay! Schwert! Das Schwert, das ich suche. Level up für Klav! Yeah! Der Handspiegel und der Spiegel an der Wand reflektieren einander. Wow! Oh, Teleportspiegel. Cool, cool, cool. Sehr cool. So. Erst heilen. Man weiß ja nie, was kommt. First. Ey, da möchte ich gucken, ob wir endlich das krasse Schwert bekommen haben. Natürlich nicht. Uhr erhalten. 10.000 Gold erhalten. Lavendel, Leute. Elixier erhalten. Brodem erhalten. So. Macht der Rune auf. Lavendel wird zu roter Lavendel. Okay, so, dann halt. Roter Lavendel, genau, macht Stärke. Wenn ich jetzt wüsste, ob die Stärke auch als Magieangriffsstärke zählt, ne? Ich geb's Cress, ist mir gerade sicherer. So, und jetzt kann ich hier einfach zurück. Ah, okay, so schön. Wir haben jetzt, glaube ich, noch, also ich kann mich noch an zwei Spiegel erinnern, nämlich der hier. Und der Handspiegel leuchtet. Aus dem Spiegel treten Gegner. Welche Überraschung. Nämlich an den hier kann ich mich noch erinnern. Und noch ein Stückchen weiter vorne. Aber hier war auch noch einer. Ich weiß nicht, ob es dann noch mehr gibt. Ich glaube nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht, wo noch. Wir haben einen in so einem Gang gesehen und die beiden hier. Ansonsten weiß ich nichts, wo diese Feinde zu sehen waren. Ich glaube, im Gang waren noch andere Spiegel. Da können wir mal testen, ob das bei anderen Spiegeln auch irgendwas bringt. Ich schätze mal, dass es nur die Spiegel sind, bei denen noch Feinde waren. Ansonsten wäre es ein bisschen arg krass zu viel. Wir haben viele Spiegel gesehen. Aber nur wenig Spiegel mit Feinden dahinter. Ifrit! Vielleicht schaffen wir es ja sogar, dieses Schloss dann mal abzuschließen in diesem Part. Wie lange sind wir schon hier? Ich weiß es gar nicht. Ist es jetzt der... Nee, nicht der dritte Part. Dritte? Der vierte? Vierter Part bis zum Schloss. Ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls lang genug, würde ich mal sagen. Und dieser Fürst hier ist auch schon lang genug da. Der Kampf wird mal abtreten. Deine Zeit ist abgelaufen, Fürst. Zeit zurückzutreten ist jetzt. Nein, dann haue ich eben noch einen Indignation raus. Oder Ifrit macht das jetzt. Ifrit macht das jetzt. Okay. Ich glaube, Arch hat sich einen Orangengel verdient. Yep. Bei den ganzen Spells. Hey, Schwert. Das ist bestimmt wieder nicht das, was ich suche. Cress hat ein Level Up. Sehr schön. Und deren Spiegel ja reflektieren, kennen wir schon. Noch mehr Schätze? Noch mehr Schätze. Nur ein Schatz. Wir sind schon Level 35 bis 38. Krass. Ich wollte erst gucken, ob wir jetzt... Schon wieder dieses Schwert hier. Ich wollte einen Orangengel außerdem... für Arch. Und ich wollte heilen. Wollte ich heilen? Ja, ich wollte heilen. Ich will immer heilen. Sicher ist sicher. So. Und was haben wir hier krasses? Das ist ein magisches Buch. Oh. Arch learned Distortion. Sind wir jetzt noch krasser als krass?
Arja den Titel Zauberin. Yay. Titel. Das war Kochen. Titel. 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 Ein Magieadept, der 15 Zauber beherrscht. Okay. So, Distortion. Wahrscheinlich werde ich es nicht benutzen, da ich hier leider nur 4 Sachen auswählen kann. Ich wüsste nicht, was ich weglegen sollte, aber wir schauen es uns zumindest mal an. Oh, wo ist es denn? Distortion? Distortion! Hier. Nicht elementare Magie, die Gegner im verzerrten Raum versiegelt. Ja, klingt gut. Klingt gut, aber nee. Ich werde es einmal benutzen, glaube ich, um es mal zu zeigen, sozusagen. Aber haut mich jetzt nicht so um. Dann sollte ich es vielleicht auswählen, wenn ich es benutzen möchte. Das sollte ich tun. Machen wir es mal anstatt Firestorm. Das Torchen, okay. Dann können wir es zumindest einmal benutzen. So, hier war nämlich noch ein Spiegel, nämlich der da. Der Handspiegel leuchtet. Aus dem Spiegel treten Gegner. So, ich werde aber erst einen Indignation raushauen. Ja, das sind dieselben Feinde vorhin. Okay, dann. Erst einmal Indignation. Okay, und jetzt testen wir den neuen Zauber. An unserem Fürsten. So, Distortion. Sieht interessant aus und scheint ihn irgendwie nicht wirklich zu kratzen. Na gut, dann halt Cyclone. Yay! Und Indignation. Was hältst du denn von Indignation, ha? Huh? Oder Ray, weil ich mich wieder mal verklickt habe, weil mein Analogstick sich so meint. Nee, du hast nicht nach unten gedrückt, du hast nach rechts gedrückt. Schon wieder übrigens. Analogstick, please. Please, please, Maxwell. Der Fürst tut mir fast schon leid. Der kriegt einfach alles ab. So, jetzt habe ich aber definitiv nach unten gedrückt. Ich bin sogar runtergeflogen. Dankeschön. Indignation. Und reicht das schon oder hat er noch KP? Er hat sogar noch KP, dann noch ein Cyclone. Cyclone! So, jetzt sollte es aber vorbei sein mit ihm, oder? Er lebt immer noch. Wow. Wow, wow, wow. Ich würde das Torchen noch bei anderen Feinden testen. Aber ich habe bei ihm ja gerade echt keinen Schaden gesehen. Was ja nicht sein kann. Also, vielleicht bei ihm jetzt halt, aber doch nicht bei allen Feinden. Cyclone! Ja? Yeah. So, und schauen wir mal, wo wir jetzt noch hinkommen. I won. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel, fällt mir gerade auf. Wir haben, glaube ich, beim letzten Part und vorletzten Part, ich glaube, im letzten Part haben wir noch 2 Türen gesehen, die abgeschlossen waren. Oder wir können uns jetzt da rein teleportieren hier mit irgendwie. Das kann natürlich auch sein. Ist hier was versteckt? Nein, ist hier was versteckt? Da ist ein versteckter Schalter. Aktivieren. Ja. Da ist ein versteckter Schalter. Ja. Immer, wow, immer alles aktivieren. Krass. Ring der Geister erhalten. Das war irgendwas zum TP sparen, glaube ich. Macht der Rune, aber ihr könnt nicht mehr davon tragen. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Apfelgel. Wo ist das Zitrusgel? Yay, noch ein Zitrusgel. Okay. Her damit. Macht der Rune erhalten. Magischer Besen erhalten. Wow, sag mir bitte, dass der besser ist. Als der mystische Besen. Yeah! Oh, 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 viel besser! Viel besser! Besen, der einst eine Hexe gehörte, die nicht von dieser Welt war. Awesome. Jetzt wird sie noch mehr reinhauen. Jetzt geht's richtig ab. Schutzreif erhalten. Schutzreif? Was ist das denn? Ist das ein Accessoire oder ist das... Ah, Betäubung in 50%. Okay. Dann ist es doof. Ich dachte, es wäre vielleicht was zum Ausrüsten. Da ist noch ein Weg. Okay, Feinde. Oh, was habe ich Indignation gemacht? Ich wollte einen neuen Zauber testen. Ups. Na gut, bei den anderen hinten. Ihr bekommt ein Distortion ab. Ja. So, Distortion. Schauen wir mal. Falls es Schaden macht, dann so wenig, dass ich es nicht bemerke. Okay. Distortion ist doof. Ich möchte mein Feuer wieder haben. Firestorm. Okay, hauen wir gleich mal raus, weil wir es können. Feiert. Oh, ich hätte Cyclone machen sollen, wegen dem da hinten. Na gut. Ich visiere dich an, Kumpel, und du bekommst einen Cyclone ab. Was hältst du davon? Schauen wir mal, was er davon hält. Na und? Au, 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 au. Au, 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 hält er davon. Na dann, gleich nochmal, würde ich sagen. Cyclone. Und? Au, 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 au. Tja. So, viel dazu, Kumpel. Hey, Druide, willst du einen Besen? Hier.
Oder willst du Bowlingkugeln murmeln? Die haben wir auch im Angebot. Scheinbar gefällt ihm das. Oder macht ihm nicht so viel aus? Doch, den Besen konnte er nicht widerstehen. Ein Schwert. Etwa das Schwert, auf das ich die ganze Zeit warte? Ich glaube nicht, aber schauen wir nach. Nein, natürlich nicht. Warum rede ich so komisch? Keine Ahnung. Heilen, 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 heilen. Wow, 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 das war aber ziemlich viel zu heilen gerade. TP sehen gut aus. So. Ich habe die Orientierung verloren, ich glaube, ich wollte hier hin, oder? Da ist eine Tür. Da ist ein Schalter. Hier ist nichts. Okay, Schalter. Schalter! Hello! Hello, Schild! Dort steht umgekehrt! Umgekehrt? Beim letzten Mal war es, glaube ich... umgekehrt wie beim letzten Mal. Ist ja gut, dass es für euch jetzt ewig her, wahrscheinlich von dem Part C, aber da ich gerade alles am Schlüssel aufnehme, am Stück aufnehme, goldene Schlüssel erhalten! Yay! Erinnerte ich mich noch an dieses Rätsel. Goldener Schlüssel. So, dann können wir damit hoffentlich endlich in diese beiden Schatzkammern rein. Yay! War hier der Ausgang? Hier war der Ausgang. Sehr cool. So, jetzt bei den anderen Spiegeln ist nichts, schätze ich mal. Aber ich gucke trotzdem mal nach. Eisengolem, Dullahan und Druide. Cyclone. Okay, und nochmal Cyclone. Cyclone! Yay! Und nochmal Cyclone! Dass die immer noch drei Angriffe brauchen, ist echt schade. Ich habe gehofft, die würden mit den krassen Besen jetzt mehr Schaden machen. Er hebt immer noch. Ich bin schon dreimal drauf, oder? Normalerweise erlebt er nur drei Angriffe. Was ist passiert? Geh kaputt. Hier, frisst meinen Besen. Ha, geht doch. So, ich fliege nach hinten zum Druiden, damit er nicht zaubern kann. Nein, hör sofort auf damit! Besen! 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 Ja. Was macht Klav? Klav macht den Luna Laser. Oh yeah. Sie ist immer noch so fröhlich. Ich finde das super. So, Druide ist erledigt. Dullahan lebt noch. Wie immer man noch kopflos leben kann. Aber gut. Besen. Oh, wir machen jetzt aber mit dem Besenschlag wesentlich mehr Schaden als vorher. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Dann hat der neue Besen zumindest dafür auf jeden Fall gelohnt. Ich habe das Gefühl, die Magiezauber sind nicht... Die Magiezauber? Gibt es auch nicht Magiezauber? Die Zauber und die Magieattacken sind nicht stärker geworden dadurch. Aber zumindest die normalen Schläge auch gut. Level up für Mint. Wuhu. So. Nee, hier passiert gar nichts. Okay, dann müssten wir alles haben, denn ich konnte mich nur an diese drei Spiegel mit Feinden erinnern. Dann müssen wir den Weg zurückfinden, an den ich mich natürlich erinnere, so halbwegs, während ich auf meine Map hier schiele. Ich glaube, ich muss rechts die Treppe hoch. Nicht hier nach oben in die Tür. Okay, genau. Wir kriegen das hin. Und dann ging es meistens einfach nur geradeaus nach oben. Und die beiden Schlüsselräume waren... Ich glaube, die waren relativ am Ende. Waren die nicht sogar nach diesem doofen Schalter, wo wir Klav zurücklassen mussten? Ich glaube, die waren nach dem doofen Schalter, wo wir Klav zurücklassen mussten. Ich hoffe, müssen wir es nochmal machen? Es kommt doch ein Bossfight am Ende. Ich habe keine Lust, Klav zurückzulassen bei einem Bossfight. Das wäre doof. Das möchte ich nicht. Ich muss heilen nach dem Kampf. Crest braucht ein paar KP. Aber jetzt ist erstmal Besentime. Besentime, Besentime, Besentime. Oh yeah. Wow, krass Schaden hier. Haha, 200 Schaden. Mit dem Besen. Ifrit. Reicht das? Ja, reicht. Wow. Das war quasi eh nur noch ein Schlag. Okay. So, heilen. Dringend heilen. Dringend, dringend, dringend. Crest hat eigentlich 3000 KP. Es waren nur noch 1000. Also ich glaube 1900, aber ich achte nur auf die erste Zahl. Ich guck nur auf die erste Zahl bei so großen Zahlen. So. Address, okay. So, jetzt nicht in die Tür, sondern die Treppe hoch. Genau. Und die Treppe hoch. Und jetzt immer nach oben. Immer nach oben. Da ist etwas in meinem Weg. Dann hier lang. Hier lang? Ja, ach, mein Lieblingsraum. Und hier hoch. Jetzt bin ich zu faul zu speichern. Ich hoffe, das werde ich jetzt nicht bereuen. Hier hoch. Hier hoch.
Genau, hier war die Statue und jetzt noch... Oh, da müssen wir ja echt wieder jemanden zurücklassen. Das gefällt mir aber nicht. Absolut gar nicht, um ehrlich zu sein. So richtig gar nicht. Und außerdem fällt mir gerade ein, dass ich immer noch nicht diese Waffe habe. Und ich will diese Waffe haben von diesen Feinden. Ah, die muss echt super selten sein. Da habe ich bei dieser missglückten Aufnahme in dem Sinne Glück gehabt, dass ich diese Waffe gefunden habe. Und jetzt, da ich weiß, dass sie existiert, möchte ich sie wieder haben. Na gut, vielleicht finden wir sie noch auf dem Weg in die Schatzkammer. Ansonsten werde ich vielleicht einfach noch ein bisschen offscreen hier kämpfen, bis ich diese Waffe habe. Die war nämlich echt cool. Und Kratz ist ein Held, der hat eine coole Waffe verdient, nachdem schon sein krasser, von Maxwell aufgebeißelter Speer einfach geklaut wurde von dieser Valkyrie, dem Pegasus. Frisst Besen. Ja. Ich bin sauer, weil ich mein Schwert nicht bekomme, deswegen bekommst du jetzt meinen Besen ab. Und den Luna Laser. Woo! Bam, 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 bam. Ich glaube, der Druide mag keinen Luna Laser. Wow, Beast. Sehr krass, Chris. Krass, Chris. Voll krass, Chris. Krass, krass. Los, Dulahan. Geh kaputt. Du hast eh schon keinen Kopf mehr. Was willst du überhaupt noch hier? Leg dich einfach schlafen. Wow, er ist den Mummeln fast komplett ausgewichen. Krass. Na gut, er hat doch keinen Kopf, deswegen ist er nicht so einfach zu treffen. Mhm. Weil er deswegen kleiner ist. Jop, jop, jop. Erfahrungspunkte. Sehr schön. Wir wollten hier lang. Genau, jetzt müssen wir hier wieder... Oh, super. Ja, Clav. Ich brauche meine Heilerin und ich spiele mit Arch. Außerdem ist sie definitiv brutaler als Clav aktuell. Natürlich, weil ich sie nur so aufgepusht habe. Weil ich ihr die ganzen Kräuter gegeben habe und weil ich ihr dieses schneller Zaubern-Dings gegeben habe und sowas. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ihre Zauber mehr Schaden machen als... Also Ifrit würde jetzt nicht alle drei auf einmal platt kriegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Da ist Arch definitiv krasser. Deswegen darf Arch mit. Yeah. Und Kreis muss sowieso mit, weil Hauptkara und weil einziger physischer Damage-Dealer. So, versuchen wir es mit dem goldenen Schlüssel. Einen anderen haben wir auch nicht. Aha, es funktioniert. Ah, das ist die Kiste. Was für ein großes Loch. Das sieht aus wie ein Treppenhaus, das in die Etage unter uns führt. Flair erhalten. Ja, hier haben wir die Statue runtergeworfen. Aber das bringt uns auch nichts, oder? Ich wüsste nicht was. So, und hier unten war noch so eine Kammer mit Schätzen. Also ich schätze mal mit Schätzen. Ich hoffe mal mit Schätzen. Yay, Eisengolem, mein liebster Lieblingsfeind. Na, willst du ein paar Cyclones abkriegen? Wahrscheinlich wieder drei Stück. Na gut. Cyclone. Cyclone. Jetzt mache ich mal Ray in der Hoffnung, dass den Adepten auch trifft und ihm auch Schaden. Oh nein, Cyclone hat ihn auch getroffen. Egal, ich mache jetzt trotzdem mal Ray. Einfach, weil ich jetzt Ray machen möchte. Hat es beide getroffen? Es hat beide getroffen, okay. Sie leben beide noch. War nicht so effektiv. Na gut, dann hat noch ein Cyclone. So, jetzt ist der auf jeden Fall kaputt. Yep, okay. Und der Adept bekommt noch einen Besen ab. Wenn Chris nicht vorher erklärt. Nein. Besentime. Besen. 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 Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich mag den neuen Besen. Der macht guten Schaden. Sehr guten Schaden. Okay. So, dann Schlüssel. Jawohl, der goldene Schlüssel. Und hier finden wir noch mehr Schätze. Schätze. Backpflaumen erhalten. What? What? Backpflaume? Getrocknete Pflaume. Aus ihr werden Marmelade und andere Speisen hergestellt. Ist das einfach was zum Kochen? Was wir noch nicht hatten? Melone. Mangostin. Okay. Silbercape. Okay. Das haben wir schon genau. Mangostin. Köstliche, cremige Frucht des Mangostanebaums. Mangos. Melone. Eine sehr leckere Frucht mit vielen Variationsmöglichkeiten. Ich glaube, es sind einfach seltene Kochzutaten. War wohl die Speisekammer. So, ich würde jetzt aber sagen, ich beende den Part jetzt hier. Ich werde zu Clav zurückgehen, damit er in der Party ist. Und dann werde ich hier gegen Feinde kämpfen, bis ich das Schwert habe. Oder bis ich keine Lust mehr habe. Und danach werde ich noch offscreen bis zu dem anderen Speicherpunkt hier links laufen, der dann vor der Bosstür ist. Und beim nächsten Mal werden wir dann den Boss verkloppen. Klingt nach einem Plan. Also dann...
Ciao, ciao.